Mit diesen vier Faktoren gelingt die CRM-Einführung. Mein Name ist Markus Grutzek, hier dreht sich alles um CRM-Software. Wir haben uns schon angeschaut, die Strategie, die als Grundlage für Zielgruppendefinition, für die Kommunikationskanäle, über die wir interagieren wollen, im CRM-System abgebildet werden müssen. Wir haben über den Menschen gesprochen, der nachher als Anwender mit der CRM-Software arbeitet und möglichst einfach Quick Wins erzielen muss. Über den Kunden, der natürlich auch in seiner Betreuung begeistert werden will durch die neue CRM-Software. Über die zugrunde liegenden Prozesse, Neukundengewinnung, Bestandskundenbetreuung und Service. Und wir haben über die Bedeutung von dem richtigen Datenmodell und der Sicherstellung der Datenqualität gesprochen. Heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine Abkürzung. Sie können entscheiden, ob Sie selbst sich den Weg auf den Berg zum CRM-Erfolg bahnen und suchen möchten, ob Sie mit den Gefahren, die auf Sie lauern, dem Bären oder auch der Lawine, wo Sie von Komplexität überrollt werden oder den Anforderungen und Wünschen und Ideen der vielen, vielen verschiedenen Anwender überrollt werden, oder ob Sie sagen, ich hole mir einen Coach und steige mit dem in die Seilbahn und fahre mit dem direkt unter Anleitung auf den Berg hoch. Und ich möchte Sie einfach einladen, nehmen Sie die Abkürzung. Ich unterstütze Sie gerne, indem wir in 2 Tagen eine saubere Ist-Analyse machen. Wir schauen uns Ihre aktuellen Strukturen und Prozesse an und arbeiten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern und dem Team, welche Ziele wir eigentlich durch die CRM-Einführung erreichen wollen, wie wir Prozesse auch so aus Kundensicht gestalten, dass Ihre Kunden in Zukunft begeistert sind. Wir erarbeiten einen konkreten Handlungsplan mit Stellschrauben, wo Sie sagen können, das haben wir eine Grundlage für die Auswahl der für uns passenden CRM-Software. Wir kümmern uns um das Datenmodell, um zukünftige Kundenprozesse und wie Sie Mitarbeiter mitnehmen und begeistern. Das Ganze dokumentieren wir in einem 2. Tag. Wo stehen Sie? Was ist konkret zu tun? Was sind die großen Stellschrauben, um Ihre Vertriebspower auf das nächste Niveau zu heben? Bei der Ausarbeitung des Berichtes sind wir BAFA-kompatibel. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, dafür eine Förderung für 50-80% zu erhalten. Normalerweise haben wir einen Tagessatz von 1.500 Euro. Das heißt, die 2 Tage Workshop kosten Sie 3.000 Euro, der Ausarbeitung des BAFA-kompatibles Berichtes nochmal 1.500 Euro. Dieses Paket bieten wir Ihnen zum Sonderpreis jetzt von 3.000 Euro an. Als klein- und mittelständisches Unternehmen übernimmt die EU 50-80% Ihrer Investitionen. Das heißt, Sie zahlen statt 4.500 Euro nur 1.500 Euro bei einem Fördersatz von 50% bzw. lediglich 600 Euro für 80% Förderung. Als KMU-Unternehmen müssen Sie weniger als 250 Mitarbeiter haben, einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro und eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Der Ablauf ist für Sie ganz einfach, um die Förderung zu erhalten. Gehen Sie einfach online auf diese Website hier, füllen Sie dort ungefähr 2 DIN-A4-Seiten aus und nach 5 bis 6 Werktagen erhalten Sie ein Bewilligungsschreiben von der BAFA. Jetzt haben Sie 6 Monate Zeit, um die Maßnahme mit einem bei der BAFA registrierten Berater, wie zum Beispiel wir von den Erfolgslotsen, durchzuführen. Dann laden Sie den BAFA-Bericht mit dem Zahlungsnachweis und der Rechnung nach oben und erhalten die Auszahlung in der Regel innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Sie haben die Wahl. Sie können sich selbst durch die CRM-Einführung hindurchkämpfen oder Sie nehmen einen Wanderführer, der mit Ihnen in die Gondel steigt und einfach bequem auf den Berg hochfährt. Zahlen Sie nicht die 4.500 Euro, sondern mit der Förderung lediglich 1.500 Euro bzw. 600 Euro. Diese Zeit sparen Sie so schnell für Ihren CRM-Erfolg. Sie sparen sich blutige Nasen und Umwege, die Sie ohne Coach nicht gehen würden. Gerne
können wir einfach miteinander reden. Buchen Sie einfach ein Vier-Augen-Gespräch, ein Strategiegespräch mit mir. Ich nehme mir gerne 15 Minuten Zeit. Wir schauen uns Ihre aktuelle Situation an, wo Sie eigentlich mit der CRM-Einführung hin möchten und welche konkreten Schritte Sie jetzt tun können. Und wir reden darüber, ob und wie Sie von unserem Know-how profitieren können. Investieren Sie 15 Minuten und nutzen Sie die Abkürzung auf den Gipfel zu Ihrem CRM-Erfolg. Ich freue mich auf unser Gespräch.